Wo bleiben eigentlich unsere Beiträge für die Webseite? Damit erstmal ein wunderschön gutes neues Jahr wünsche ich euch. Ich weiß, ich habe eigentlich mal gesagt, bis Ende letztes Jahres sollten eigentlich die Webseitenberichten online stehen. So war eigentlich auch mein Wille. Wie aber alles anders, alles ein bisschen durcheinander kommen und wir müssen erstmal aktuell noch ein Problem beheben. Aber ich werde, sobald ich ein bisschen wieder zeitlich Zeit habe, werde ich mich darum kümmern, dass auf der Webseite wieder ein paar Beiträge hochgeladen werden. Und das sind nicht gerade wenig, das sind nicht nur zwei, sondern das sind schon mal 10 Projekte, die dann noch hochgeladen oder online gehen möchten und bearbeitet werden möchten. Und dann kommt nach und nach auch neue Beiträge. Wir machen ja daran einen Podcast, da möchte ich einen Aufbau von einer Webseite drin haben und alles ein bisschen schöner gestalten. Das Problem ist einfach, ich mache das größte alleine. Ich habe in manchen Hinsichten auch mal Hilfe von Stefan, von anderen Kollegen, die sonst auch hin und wieder mal mit beteiligt sind, aber leider zu drin, dass ich sagen kann, jo, ich kümmere mich da jetzt voll, weil ich habe meine Videoproduktionen, ich habe Alltagstermine wie Beruf, irgendwelche Termine, wo ich hingehen muss. Natürlich, der Führerschein sind auch Termine vorhanden. Dritten sind dann noch Online-Termine, die muss ich teilweise wahrnehmen. Dann Meetings und all sowas muss ich unter einen Hut bringen. Ich bin relativ viel am Tag wach, daher von ca. 6 Uhr bis meistens ca. 0 Uhr bin ich wach. Daher ca. 5 Stunden Schlaf pro Tag. Jetzt an einige Leute von euch, du bist doch ja jung und du schaffst das alles. Du machst das ja. Jung bin ich, aber auch ich kann nicht alles auf einmal schaffen und machen. Dann bleibst du da nochmal 20 Minuten, dann ist hier noch ein Problem und dann das alles, Ich kann euch aber versprechen, laufe bis die nächsten 1-2 Monate wird noch hochgeladen. Es sind auch ein paar andere Sachen auch noch mit dabei, wie YouTube oder Twitch, wo ich auch noch Sachen machen möchte, aber eigentlich nicht hinterherkomme, weil mir fehlt ein bisschen die Manpower, die ich selber nicht komplett habe. Und zweitens sind da ein paar Aufgaben, ich kenne mich damit auch, aber da muss man mich eigentlich auch unterstützen in dem Fall. Wir suchen auch drinnen jemanden, der vielleicht mit mir auch mal zu Veranstaltungen
reist, dokumentiert, die Kamera hält, aber auch jemand, der vielleicht Thumbnails macht oder Bildbearbeitung, auch sowas können wir hin und wieder sehr gut gebrauchen und ist auch sehr wichtig, weil wir haben hier über knapp 1500 Videos insgesamt circa und davon sind vielleicht 1000 Videos, die eine Einzelproduktion sind, und die müssen alle irgendwie ein Bild haben. Dann haben wir ja noch soziale Medien, da kümmere ich mich ja auch all selbstständig darum. Natürlich erhält teilweise manchmal auch meckern auch hoch Niveau, oder meckern auch sehr hoch, ja, okay, ich sollte vielleicht in manchen Fällen ein bisschen runterschrauben. Aber ich habe mir einfach ein Ziel genommen. Ich habe Qualität und ich möchte was erreichen. Natürlich gibt es auch, wo ich sage, ich habe einen Sendezeitenplan und den möchte ich gerne einhalten. Wie das Streamen, das möchte ich auch sehr gerne beibehalten, weil ich liebe zu streamen. Ich liebe es aufzunehmen. Ich bin gerne bei Veranstaltungen. Vieles mehr. Und deswegen für viel Arbeit wenig Zeit und für eine Person größtenteils viel Aufwand. So. Und eigentlich war ja da oder ist ja so, dass wir das Team und auch gegenseitig unterstützen, helfen, korrigieren, und das ist daran der Fall, den ich aktuell nicht habe. Teilweise sind da, weil man selber auch arbeitet, zum Zweiten gesundheitlich oder Dritte, man hat einfach überhaupt keine Bock, Zeit. Und das erschwert mich in manchen Hinsichten ein bisschen. Ich hoffe mal, zum Beispiel, wenn ich dann irgendwann eine eigene Wohnung habe, dass ich vielleicht in manchen Fällen ein bisschen besser läuft. Das weiß ich noch nicht. Und deswegen sage ich, die Beiträge werden online gehen, werden aber aktuell noch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, das war schon mit dem heutigen Video. Ich bin mal gespannt, was für Beiträge dieses Jahr und was die Webseite dann auch noch so vor sich hinbringt 2023. Ich werde mich sehr überraschen. Echt die paar Beiträge, die wird auf jeden Fall kommen, aber auch Beiträge, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Und aber lasst euch einfach überraschen. Wir sehen uns dann einfach im kommenden Video. Und dann sage ich damit schönen Tag, bleibt gesund, bye bye, tschüss.